Junior, Bone Carver, Administrator und ein Peasant. Und die bringen mir Peacocks mit Goat Kid und Donkey. Okay. Ein Kakapo und ein Igel, die sind nicht so wichtig. Gut, das heißt, nicht hierhin. Zonen da. Hätten wir gerne noch, dass die beiden dorthin kommen. So. Ja, und ganz ehrlich, der Stockpile hier, der soll bitte 0, 0, 0. Dann. Danke. So, und lassen wir es weiterlaufen. Ja, jetzt kriegen wir langsam Ordnung durch die Bins ein bisschen rein. Okay, jetzt können wir der Küche sagen, fein Meal. Und der Burri. Budwing vom Platz. So, bis wir nichts mehr haben. Ja, und irgendwann müssen wir uns dann unsere neuen Zwerge ansehen. Allerdings jetzt erst einmal. Nein. Pause bitte. Ich habe da nämlich einen Stein zu viel. So. Herbalist Miner Carpenter, okay. Wie gesagt, die anderen Leute muss ich mir erstmal angucken. Dann brauche ich noch drei Wheelbarrows. So, das können wir dann nämlich mal zum Aufräumen nutzen. Und Rocktables. Oh, wir haben schon Early Autumn. Das heißt, wir müssen uns bald mal drum bemühen. Hier einen Handelsposten reinzubauen.
Als nächstes sollten wir mal nach unserem Nobles gucken. Expedition Leader, ja. Militia Commander wollte ich unseren General machen. So, Messenger. Members of the nobility have required rooms and can make demands. Mhm. Ja, genau. Broker sollte auch unser Leader, unser Chieftain werden. Und Bookkeeper sollte auch unser Chieftain werden. So, dafür braucht er eine Meager Study, also einen Tisch und einen Stuhl. Ja, Manager sollten wir ihn auch gleich mal machen, den Chieftain. Dazu braucht er auch Meager Study. Und unseren General machen wir mal zu einem Sheriff noch. Nee, erstmal noch nicht. Gut. Ich meine ja, wir können schon mal hier einen Tisch. Needs Table, okay. Naja, da stellt schon einer, glaube ich, die Tische her. Oder? Ne, oder du machst Rock Crafts. Dann pausieren wir das erstmal. Ja, jetzt machst du Table. Chair haben wir noch gar keinen. Nein. Habe ich noch gar keinen in Auftrag gegeben. Ups. Falsche Tasten gedrückt. Hier. Ach so, das heißt ja bei Rock gar nicht Chair, sondern... Rock Throne. So. Gut.
Although it's a grim reminder of the winter hardships to come, the supply caravan from the stable blockade is a welcome sight. The air are alight with the anticipation of inspecting the splendid products of your industrious craftsworth. Take careful stock of your own stores. What these merchants offer might very well be the difference between a prosperous future and a slow and meaningless death. Okay. Haben wir noch kein Trade Depot? The outpost Lyason Kip has arrived. Stonecrafter is okay. Autumn has come. Needs empty food storage item. Oh. Birth to puppies. Haben wir kein... Ist unser Trade-Depot noch nicht fertig? Construction inactive. Warum wird das nicht gebaut? Wird dafür ein bestimmter Job gebraucht? Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Aber eigentlich nicht. Diplomacy. The chieftain meets with the outpost. Okay. There's much to share. Requests. Brauchen wir erstmal keine. Remember, trade agreements strengthen bonds. Please consider an important agreement next year. A need for armor is expected, and if you are able to provide some, the caravan will offer. This export agreement only applies for trades next year, not with any merchants currently present. Okay. Können wir mal kurz einen Blick? Ja, da sind die Karawanen. Also ein Marksdorf ist bei ihnen. Ein Merchant, noch ein Merchant. Und der Diplomat. Aber ja, kann sein, dass gerade mein Stonemason eigentlich für den Bau verantwortlich sein sollte. Jetzt ist da was. Ja, jetzt baut er den Handelsposten. Gucken wir mal, sind die noch da? Ja. Die warten scheinbar da.
Okay. Das ist übrigens nur eine kleine Karawane. So. Broker requested. Move goods. So. Bins. Da hätte ich gerne ein Finished Good Bin. Und das war es eigentlich auch schon. Weil das sind Bars Blocks. Das sind auch nur Edelsteine. Da ist Cloth drin. Und da Bars Blocks und Armor. So. Dann traden wir mal noch schnell. Also ja, hauptsächlich hätte ich jetzt gerne Nahrung und so. So. Bars brauche ich keine, Steine nicht, Flaschen auch nicht. Cages auch nicht. Bierbarrel nehme ich gerne. Ein Llama Milk Barrel eigentlich auch. Mittens Gauntlets brauchen wir nicht so wirklich. Plant Helmet? Nee, wir haben genug Zeug. Nee, da brauchen wir erstmal auch keins. Cloth? Wow, das ist teuer. Ich nehme zwei Pigtail-Cloth mal. Anvil brauche ich erstmal noch nicht. Miet. Da wären wir richtig. Yak-Miet. Känguru-Triple. Rain will ich jetzt nicht unbedingt. Llama-Triple nehmen wir noch. Känguru-Liver und Skunk-Kidney. Oh ja, Fisch. Fisch ist auch immer gut. Ein bisschen Pond-Turtle. Pond-Turtle und Cave-Fisch. 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 Plump-Helmets. Will ich welche? Ah ja, nehmen wir mal 5. Wobei. Hier, die Leaves sind billiger. Und noch ein paar Blueberries und Cranberries. Grapes. Na doch, Grapes auch. So, noch zwei Blueberries. Thread brauchen wir gerade keinen. Trouser auch nicht. Ein Quiver brauchen wir auch nicht. Backpacks auch gerade nicht. Käse ist mir zu teuer. Splints und Quatsches können wir uns sehr gut selber machen. Und ja. Profit ist gut. Also der macht noch einen guten Profit. Also traden wir mal. Wonderful. Thank you for your business. So, das heißt, wir können
den Trader wegschicken. Wir können das Ding wieder weg. Wir können kurz weiterlaufen lassen. So, aber ich würde mal sagen, es ist wieder Zeit zu speichern. Also, Save and Return to Title Menu, Save to this Timeline. Und dann machen wir jetzt hier einen Cut. Also, bis gleich.